Es ist nicht schön. Der Held schläft den Schlaf der Gerechten. Doch es hört ihr, die Vögel zwitschern, die Insekten zirpen, ja, die Heuschrecken eigentlich. Und die Natur lädt ein zu ihrem Spiel. Und darum heißt es Aufstehen, Muff. Und somit herzlich willkommen zu Starbound. Ja, hier haben wir immer noch ein schönes Häuschen, aber wow, wir haben hier noch ziemlich viel frei quasi. Aber was müssen wir denn als nächstes machen? Wir haben sehr viele Sachen das letzte Mal eingesammelt, zum Beispiel unendlich viel Gold. Danke mir, dann smelten wir noch ein bisschen. Also, wir lassen, wow, sogar Platinum 4 immerhin. So lassen wir das Gold dahin schmelzen. Wie, als ob es ein Stück Schokolade wäre, welches auf der Zunge zergeht. Oh, ist das ein schöner Vergleich, der mir so schön eingefallen ist, weil ich vorhin erst Schokolade gemampft habe. Ja, das ist auch so eine Art Schoki, Schokolade. Und leider hat mich die Schokolade irgendwie nicht glücklich gemacht. Dabei sollte Schokolade doch glücklich machen, oder? Hat bei mir leider nicht geklappt. Heute bin ich nicht sehr glücklich. Nein, nicht unbedingt. Obwohl, jetzt bin ich ja so ein bisschen glücklich, weil ich hier ein bisschen wieder spielen kann. Und ja, ein bisschen hier Hausarbeit erledige. Erze einschmelze. Und uns eine schöne Rüstung baue. Ja. Hier haben wir ziemlich viel Kupfer. Ja, und dieses Kupfer verarbeiten wir zu hübschen Kupferriegel. Also eigentlich so ein Barren, Kupferbarren. So. Boah, haben wir viel. Ja, das dauert dann immer so ein bisschen. Old Fashioned Smelting. Ja, das ist sehr schön. Aber wir mögen es ja auf die alte Art. Wie so ein schöner Schmied hocken wir da vor dem heißen Ofen und schmelzen unser Metall. Mit dieser Kneifzange entnehmen wir es dann und formen es. Oh nee, wir haben es ja schon in eine Form gemacht und ja. So wird eben geschmolzen, alles in eine Form gegossen und so entsteht unser Kupferbarren. Ja, und wir sind ziemlich gut dabei. Wir sind immer geskillter quasi, immer fähiger im Schmelzen. Und da ist ein Gegner, der rumhüpft. Der aussieht ja echt, sieht ja so ein bisschen aus wie, weiß nicht, wie ein verrückter Zwerg, oder? Mit komischen Haaren. Oder könnte auch eine Zipfelmütze sein. Und dann so ein schön Grinsen und ein Bart und dann lacht er da vor sich hin. Hoho, ich bin ein Zwerg. Aber ich töte dich. Und ich kann nicht reden. Ja, aber ich habe leckeres Fleisch. Möchtest du mich vielleicht jagen? Das lasse ich aber nicht so einfach zu. Ja, so in der Art könnte das ja abgehen. Oder auch nicht. Jedenfalls haben wir unendlich viel Kupfer. Ich hoffe, ich ist jetzt okay, dass ich alles einschmelze. Nicht, dass es plötzlich heißt, oh, du brauchst ein bisschen ungeschmolzenes Zeugs. So, unser wertvolles Eisen wird eingeschmolzen. Was sind da? Oh, so viel Kohle. Das Diamant haben wir sogar bekommen, aber das ergibt kaum. Das ergibt einen Barren. Ja, und Diamant immer ein 2, Platinum meine ich. Platinum! Und da haben wir nochmal Silber. Wow, Silber haben wir auch noch bekommen. Also da sollte uns doch schon ein bisschen Zeugs können wir dadurch doch schon craften, oder? Also herstellen. Ja, wir sind der Superschmied Muff. Und zusammen erledigen wir viel, viel Zeugs. Wow, ich habe ziemlich viel Pixel, ja. Es wird auch mal Zeit, dass ich wieder... Ich habe ja nichts an Rüstung, keine Hemden, gar nichts. Also, ich laufe hier quasi nackt rum, sieht man sogar. Eine Hose und alles wäre mal gar nicht so schlecht. Petslots, Tiere, Techniken, Techslots. Ja, es gibt viele Dinge, die wir noch gar nicht haben. Rücken, Rüstung, ja... Also, es gibt noch viel zu tun hier in dieser Welt, in diesem Spiel. Und wir werden alles herausfinden. Ah, auch wenn wir gerade ewigen schmelzen. Ach, aber ich schwitze schon von diesem heißen Feuer, in dessen Nähe wir sind.
mein Gesicht schon voller Ruß. Oh ja, aber das ist schöne harte Arbeit und schön männlich. Haha. Leider bin ich ein Affe und hab aber dafür einen Bart. Also wie so ein Schmied, den man sich doch früher vorstellt, oder? Der da in seiner Eisenschmiede arbeitet. An diesem Metall, voll muskulös und riesig, mit riesigen Pranken. Und trotzdem macht er filigrane Arbeit, wie kein anderer. Ja, das sind Schmiede, hä? Das ist doch schön. So, ja, komm, wir werden unser Platinum auch ein bisschen einschmelzen. Schmelz, schmelz. Schön. Ich schmelze dahin. Und einen Diamant, komm schon. Wir brauchen es, was? Ich kann Diamant nicht schmelzen, was soll das? Dann nicht. Aber wer hat schon davon gehört, dass man Diamanten einschmelzt, nicht wahr? Das stimmt wohl. Diamanten sind nicht zum Schmelzen gedacht, so. Dann schauen wir mal, was wir jetzt alles bauen können. Kupfergriffs, ein Basic-Schild. Wir bauen uns davon mal eins. Und davon. Und hier von diesen schönen Griefs, was auch immer das darstellen soll, ein Basic-Schild, aber nee, brauche ich nicht, oder? Ein Schild, er braucht schon Schilde. Nicht ich, okay. Kann ich jetzt auch noch mehr bauen? Ich habe jetzt schon Kupfer, okay. Was ist damit? Da brauchen wir Copper Chest Piece, habe ich die jetzt nicht? Da. Habe ich doch gebaut, oder? Dann müsste ich die doch theoretisch jetzt auch haben. Ach, er hat sich gleich angezogen. Das ist natürlich sehr schön. Ja, so sehe ich das schon mal deutlich anders aus. Jetzt bin ich angezogen. Ja, super. Das ist ein neuer Mofia. Denn, wie wir wissen, Kleidung macht den Macker, den Affen, den Muff. Ja, aber wir entkleiden ihn mal wieder. Freak. So, der Helm sieht aus wie einfach wie eine Brille. Weiß zwar nicht wieso, aber... Wir können jetzt noch mehr bauen. Hier, dafür brauchen wir Kupfer, Pixel und Iron. Ja, okay. Das können wir uns bauen. Das machen wir auch. So, diese Maske hier. Wow. Cheska, Dings, Pants. Ja, los. Alles haben wir doch jetzt schon. Okay. Wie sehe ich jetzt aus? Aha, wow, sehe ich geil aus. Das hatte ich jetzt aber nicht mehr vorstellen können. Das sieht ja mal Oberaffen geil aus. Das hatte ich vorher noch nicht. Damit soll die auch deutlich jetzt besser in der Verteidigung überall sein. Da gibt immerhin. Ich weiß jetzt die Zeichen nicht mehr alle, die ich deuten kann, aber. Das ist auch eindeutig schon mal besser, als wenn ich nichts hier hätte. Aber. Was könnte ich denn eigentlich noch bauen? Goldzeugs, warte, Copper. Defektor. Diamond, Copper, Iron, irgendwas, shit. Ne, also Rüstung kann ich scheinbar hier keine mehr bauen. Wo sehe ich denn hier Rüstung? Also, das ist alles, was man Rüstung hat. Waffen könnte ich jetzt verbessern, also tollere Waffen bauen. Ja, wieso nicht eigentlich? Was brauche ich denn dafür alles? Iron Bar und Pixel, Pixel und Iron Bar. Was ist das, eine... Eine irgendwas. Ja, Hunting Knife. Wir machen mal das, achso. Das weg. Und schon, was wir eigentlich so alles bauen können, wäre viel besser, oder? Nur Iron Blocks. Super geil. Super geil. Da, das ist die Ausrüstung. Die können nicht bauen? Wieso nicht? Eine. Ja, die machen wir jetzt. Dann können wir uns deutlich besser eingraben. Und wir können uns sogar eine Gold bauen. Ja, natürlich. Okay, jetzt haben wir auch den gebaut. Jo, was wird das nächste Gute? Die Platinum? Ja, dafür bräuchten wir aber deutlich mehr Platinum. Was eigentlich mit der Axt? Können wir nicht noch eine bessere Axt bauen? Gibt's hier schon mal nicht? Nö, nö. Eine Laterne bräuchten wir Hunting Bow. Wieso auch immer? Ein Hunting Bow für eine Laterne. Was macht die Laterne? Dann ist die irgendwie viel cooler. Und Torch bräuchte ich. So. Für die bräuchte ich aber nur Torches.
Die können wir daraus so bauen. Indem wir craften gehen und... Wo sind unsere Torches? Torch, Torch, Torch. Da. Dafür bräuchte ich aber auch unrefined Wood. Haben wir gerade nicht. Oder können wir hier mal schauen? Ja. Ob wir hier nicht in dieser schönen Kiste alles Mögliche haben? Ja, wir haben hier alles Mögliche, das stimmt wohl. Aber nicht das, was ich wollte. Da haben wir noch unrefined Wood. Oh Mensch, das wird jetzt eine schöne, wie sagt man, eine schöne Folge, in der nur Zeugs zusammengebastelt wird. Da haben wir noch ziemlich viel Zeugs hier, alles Mögliche an Bars. Wie sich das anhört. Eine Bar für den lieben Muff. So, dann bauen wir noch mal, wir bauen alles Mögliche jetzt hier, alles voll mit Torches, ja. Jetzt will ich eine Lampe bauen. Und zwar sehr viele Lampen, warte, das bin ich in der falschen Ebene. Da unten ist die Bauebene, so. So, dann sieht unser Heim nämlich deutlich hübscher aus, warte, wo ist jetzt hier, ich möchte hier die Laterne bauen. Oh, das kostet ziemlich viel Eisen. Ach, ich lasse das erstmal. Und, oh, nicht meine Waffe wegwerfen. Danke, danke, danke. Jetzt habe ich eben trotzdem noch Torches. So, was können wir eigentlich noch bauen hier an Zeugs? Theoretisch. Nichts. Sandstone, hä? Was kann man sonst so bauen? Iron Bed, Iron Chair, Iron Door, Iron Laterne. Was bräuchten wir dafür? Torches und Iron Bauch. Nur eine aber dafür. Okay. Hardforge, da bräuchten wir ein Campfeuer, das kann ich mir bestimmt bauen. Glassblock und Blue Petal. Mhm. So, was ist Red Dyer? Keine Ahnung, dafür bräuchten wir auch Glas wieder, haben wir auch nicht. Da die Steinaxe. Da bräuchten wir Woodplanks und Dings, ja, ja. Stonehoe, Stone, Wooden, 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 Window. Wooden Binds. Brauchen wir ein Fenster? Nee, oder? Nicht so ohne Glas, das macht keinen Spaß, oder? Yarnspinner. Haben wir überhaupt, haben wir das noch nicht? Das muss ich mir gleich mal angucken. Was, wahrscheinlich ist das so Kunstglas hier, oder nicht? Oder sind das wirklich nur Flaschen? So, fürs Campfire braucht ihr auch unrefined Wood. Ja, es wird wieder ein bisschen kälter. Da, die Metalbox. Da wollte ich einen Molten Core. Wo kriege ich einen Molten Core her? Kriegt man hier einen Molten Core her? Ne, der tut einfach nur schmelzen. Haben wir hier einen Molten Core? Das macht da auch nur Rüstung. Nein, Molten Core, Molten Core. Ich weiß nicht, wo ich so einen herstellen kann. Scheinbar nicht hier. Vielleicht bei dem Yarn-Ding? Haben wir ja scheinbar noch nicht. Ja, wir bauen uns jetzt ein Yarn. Oh, fast wäre hier. Was weiß ich, hätte ich gemacht. So, ich muss mal kurz auf die Zeit achten. Wartet, kurz nur. Ah, okay, wir haben noch... Nein, nicht mehr so viel Zeit eigentlich. Wo ist hier meine... Was wollte ich bauen? Dafür bräuchte ich ja den... Und den Iron Anvil bräuchte ich hier, ja, ja. Okay, wir brauchen einen Yarnspinner, damit wir ja rumspinnen können. Sehr gut. Wo bauen wir den jetzt hin? Falls ich den noch nicht höre, machen wir hier erstmal eine. Machen wir ganz oben hin. Ja, wartet, hier kann ich doch noch was Schönes hinbauen. Haben wir oder haben wir die, wollen wir denn unsere... Brauche hier Sand und Dirtblock eigentlich nicht. Aber hier habe ich doch schon mal Yellow Dye, habe ich die irgendwo gefunden. Wer weiß, was ich auf jeden Fall jetzt hier hin haben wollte, sind die Torches. Auf 6, okay. Nicht, dass ich jetzt hier erfriere. Ich glaube nämlich so ein bisschen. Wie hatte ich das? 1, 2, 3. Und von der Decke... Na egal, wir lassen es hier erstmal. Also, von unten 1, 2, 3. Von unten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch 6 und 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 3. Dahin. Und dann nochmal 3 auseinander. So, sieht doch schon deutlich besser aus. Sieht auch voll nah aus.
Aber nee, ist okay, so denke ich mir. So, und hier bauen wir dann unser Spinnenzeugs hin. Warte mal. Sollte vielleicht... Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, das müssen wir jetzt irgendwie wieder abbauen. Oh, man merkt, dass ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe, oder? So. Weil ich mich mit der Steuerung... Da haben wir jetzt den Table. Ach so. Nee, warte, wieso habe ich den schon wieder? Haben wir zwei Tables gebaut? Ja. Oder wieso habe ich hier ein Table? Wo ist unser Jan-Spinner? Oder habe ich jetzt das falsche gebaut? Nee, hier ist Jan-Spinner. Okay. Dann werden wir hier ein bisschen rumspinnen können. Hier können wir eine Fabrik bauen. Was auch immer das ist. Snow irgendwas, Apex Commander Jacke. Da brauchen wir, was brauchen wir dafür? Fabrik. Achso, daraus bauen wir uns dann schönes Zeugs. Aha, okay. Also Jan Spinner macht nichts, was ich brauche. Komm. Was ist das denn? Das ist auch ein Crafting Table. Oder? Das ist ein Crafting Table. Was ich hier im Inventar habe, ist noch einer, oder? Ja. Absolut das gleiche. Das lässt mich jetzt nicht herausfinden, wo ich einen verdammten Molten Core herbekomme. Ein verdammter Moltenkern. Yellow irgendwas, Wound Table, Support, bla bla blub. Ein Cooking Table? Das ist ja cool. Da können wir uns Zeugs kochen oder was? So, ein Stone Furnace, das haben wir doch schon. Distress Beacon, ja, das brauche ich auch irgendwann. Ah, Hardforge. Brauche ein Campfire, okay. Dann ist das wohl das nächste, was wir bauen werden. Wir suchen uns jetzt. Also wir gehen erstmal hier hinaus, denke ich mir. Und suchen nach Holz. Ja, gehen wir doch den anderen Weg. Möchte es noch nicht riskieren. Okay, das ist doch da tatsächlich. Diese Waffe hatte ich noch gut im Blick. Beziehungsweise, wir werden erst nächste Folge auf Holzjagd gehen. Weil wir schon eine Weile gespielt haben. Ja, und auch wenn wir nicht viel gemacht haben, jetzt haben wir eben mal eine ganze Crafting-Folge eingelegt. Das muss auch oben zu mal sein, oder? Ja, damit wir schön alles hier zusammenbauen und uns was erdenken können, alles mögliche. Wir haben schon mal mehr Leben jetzt sogar. Darum schlafe ich mal und regeneriere mich. Ist ja auch nachts. Also perfekt zum Schlafen. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute, viel Spaß und fröhliches Craften.